neuer Tag, neues Glück. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich versuche heute das zu machen, was die vier gestern nicht geschafft haben. Einfach alles abreißen. Sollte ich wohl hinkriegen, oder? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Project Bulgaria. Wie ihr schon gehört habt, heute reiße ich das Dach ab, den ganzen Lehm, den Schutt, die Balken, alles wird abgerissen und dann kann der Regen kommen. Was total simpel aussieht, ist bei 40, 45 Grad gar nicht mal so gut. Da bin ich echt 10.000 Tode gestorben, gerade auch wenn ihr das alleine machst. Also schnappt euch noch jemand, den ihr quälen wollt und reißt das ganze Dach zusammen ab. Schade, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht den Bekannten kennengelernt hatte. Der hilft mir jetzt schon seit fast 2 Wochen durchgehend. Und mit ihm habe ich jetzt im Anbau die Mauer hochgesetzt. Da gab es ja auch noch mega, mega viel Arbeit, das seht ihr ja noch. Und da konnte er nicht filmen. Aber das hört ihr noch alles. Genau. Also im besten Fall habt ihr irgendwo einen Freund, Tagelöhner aus dem Dorf, wie auch immer, und dann ab geht's. Gleich wird's dunkel. Weiterer Tag zu Ende. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe jetzt hier die Hälfte hier alles weg. Hier drüben. Da vorne alles. Nur hinter mir, wie ihr seht, auch nicht. Also eigentlich ja die Hälfte, wenn du so willst. Hätten die Jungs, ich sag jetzt mal nicht die 3 Stunden Pause gemacht, selbst dann 1,5 Stunden noch weitergearbeitet. Mit 4 Leuten wäre dasselbe Ergebnis. Ich habe jetzt für den ganzen Scheiß ohne jetzt meine Pause mitgerechnet. Ich war 10 Stunden jetzt hier dran. 3 Stunden habe ich Pause gemacht, noch 1,5 Stunden gepennt, weil ich Kopfschmerzen hatte. Und gegrillt und so. Also sprich 7 Stunden war ich hier drauf und habe das alles alleine geschafft. Ich stell dir mal vor, die 4 Jungs hätten einfach mal die 1,5 Stunden da durchgezogen. Wären ja theoretisch auch 6 Stunden. Dann sähe das wenigstens schon mal annähernd so weit aus und ich hätte nicht den ganzen Tag verloren. Ja, mal gucken, wie weit ich da morgen komme. Muss auf jeden Fall schnell runter hier der ganze Kram und im besten Fall irgendwie notabgedeckt. Hab ja das Problem, dass ich jetzt nicht mehr weit arbeiten darf. Heute den letzten Tag eigentlich noch mit Bruder und Familie verbringen. Die sind gerade auch hier in Varna. Keine Zeit zur Zeit für die, gerade ein bisschen schief gelaufen. Falscher Zeitpunkt hergekommen. Ja. So ist er im Leben. Bau dir ein Haus, haben sie gesagt. Natürlich habe ich mal wieder kein Glück gehabt und es hat nachts 3 Uhr bis 5.20 Uhr um den Dreh geregnet. Ja, also war eine sehr tolle Nacht. Bin noch dann reingerannt, beziehungsweise ich bin ja hier unten. Bin dann schnell in den Raum reingegangen, habe nochmal extra Folie ausgelegt. Die grüne. Hab da ein bisschen Wasser aufgefangen. Ja, hat zum Glück einiges geholfen. Gut überstanden den ganzen Kram. Auf jeden Fall kannst du dich nicht auf die Wettervorhersagen verlassen. Dann mache ich jetzt mal weiter mit dem Dach abreißen. Hier den ganzen Lehmschutt. Den zeige ich euch jetzt mal nicht. Ist ja jetzt nur noch die halbe Seite hier. Vielleicht kriegt er der heute noch hin mit den Balken wegmachen. Dann dauert er irgendwie total lange. Wenn ich an den Balken dran bin, zeige ich es euch wieder, damit ihr nicht immer nur dasselbe sehen müsst. Ne? Da denkst du dir, komm, reißt du den Kram mal einfach runter. A-Karte. Wieder heute nicht runtergekriegt, den ganzen Dachstuhl. Aber sieht ja schon relativ nackig aus. Dann kann ich morgen hoffentlich den Rest hier raushauen. Ja, hätte nicht gedacht, dass er doch so viel Zeit in Anspruch nimmt, den blöden Lehm da runter zu hauen. Also das solltet ihr unbedingt mit 2 oder 3 Leute machen, damit ihr nicht so viel Zeit verliert. Das war nämlich das größte Problem bei mir. Ich mache den ganzen Kram sozusagen fast alleine. Klar haben die 4 Jungs hier die Dachpfannen abgedeckt. Dafür hätte ich bestimmt alleine 2 Tage gebraucht, deswegen war da schon ein kleiner Vorsprung. Aber an sich
habe ich ja schon erwähnt, hätten die normal durchgezogen, die waren halt leider total fertig, dann hätten die auch die Hälfte Leben schon mal runtergerissen. Aber naja, so ist das Leben, ne? Kommt immer anders als du denkst. Ja, dann werde ich hier morgen mal hoffentlich den ganzen Dachstuhl runterkriegen. Und dann am Montag, meinen letzten Tag, irgendwie abdecken. Dann darf ich am Dienstagmorgen schon wieder arbeiten. 3 Tage wieder nicht hier. Macht ein sehr tolles Gefühl. Also arbeiten und hier gerade Dach aufmachen ist echt, echt nicht angenehm. Also wenn ihr das habt, sucht euch Urlaub aus. Bei mir ging es leider nicht. Ich durfte noch nicht einreichen. Ja, was jetzt sollten oder wurde eigentlich angekündigt, dass ja hier die trockenen Tage sind. Ich habe jetzt schon 2 Mal Regen abbekommen, auch heute Mittag noch einmal. War zwar nur ein kleiner Schauer, also immer ein bisschen nass geworden, mein Gott. Zum Glück habe ich ja hier unten überall Folie drunter. Lehm hat das ein bisschen aufgefangen. Aber trotzdem hast du dann nicht ein geiles Gefühl dabei, ne? Gerade wenn es regnet und ja, dein Dach ist offen. Das ist, gibt geilere Sachen. Die ganzen Balken, die ich da abgerissen habe, die habe ich schön gestapelt. Und wenn ich irgendwann mal Zeit habe oder ja, vielleicht hole ich mir wieder einen Tagelöhner, ich weiß es nicht, dann werde ich dann einfach mal alles klein schneiden mit der Kettensäge und habe für die nächsten 3-4 Jahre garantierte Winterholz. Ich konnte die nicht weiterverwenden, die Balken. Die sehen zwar immer gut aus, aber teilweise hast du Holzwürmer drin. Du hast teilweise alles vermorscht gehabt, das siehst du auf den ersten Blick nicht. Aber wenn ich da einmal gegengehauen habe, da sind die teilweise schon angeknackst. Ja, so viel Power habe ich jetzt auch nicht, dass ich den in die durchhauen kann, aber ja, optisch war gut, Stabilität nicht gegeben. Daher weg, weg, weg und ab in die Petschka, ab in den Ofen. Dann schauen wir mal, was wir heute am letzten Tag erreicht bekommen. Ich muss auf jeden Fall hier alles abdecken. Deswegen werde ich gleich den Balken entfernen, den entfernen. Dann werde ich mir eine neue Konstruktion ausdenken, wie ich dann einfach die Folie immer an- und abschrauben kann. Da habe ich schon eine Idee gestern Abend bekommen. Genau, der muss natürlich auch noch weg. Und dann, ich weiß nicht, ob ich heute das noch hinkriege, würde ich den Schutt schon mal in den Raum reinschmeißen mit Evgenia oder Mutter. Die leichteren Arbeiten machen können, also den Kram da kurz zusammenschippen und wegkarren. Genau. Aber gleich muss ich erstmal hier alle Seiten säubern, die Rinnen, damit ich nämlich, habe mir überlegt, hier ist ja überall Holz. Dann will ich hier den ganzen Scheiß wegmachen und hier die Folie anschrauben an das Holz und in der Mitte werde ich hier auch anschrauben. Ja, Schraubenmeister 3000. Wir haben uns auch dazu entschieden, die Kamine einfach alle abzureißen, damit wir das leichter haben für den Dachaufbau. Ich werde später irgendwann mal von außen, je nachdem wo wir noch eine Zusatzpetschka oder so einen Mini-Ofen reinstellen als Reserve, wird dann Edelstahlrohr irgendwann mal von außen kommen. Ah, da muss man natürlich auch wieder 2-3 Mark sparen. Ist ja auch nicht gerade günstig, so ein Kaminrohr. Genau, und dann hast du auch wieder deinen Kamin. Dann gehen wir mal hier in den Endspurt. Ich werde jetzt hier noch die restlichen Sachen runterschmeißen, sodass hier wirklich alles nur noch wie hier auf den Grundmauern ist. Den Balken lasse ich noch. Hinten müssen auch noch die komischen Balken raus. Ja, und wenn alles runter ist, kann man mal eine schöne Schalung machen und dann den Ringanker hochziehen. Ja, also ganze Kram jetzt runter und dann weiter geht's. Mutter und Evgenia, die rennen hier gerade auch rum. Habt ihr schon gerade gesagt, ich mache schnell die Decke hier weg. Schnell. Und ja, dementsprechend, wenn ich fertig bin, dann können sie ja hier den ganzen Lehm unten da schon mal wegschippen. Da ist ja eh Beton hier unten drunter, zum Glück. Hier ist unser Holzboden. Hier müssen wir aufpassen auf die beiden Räume. Kriegen wir schnell.
Soll ja nicht regnen, aber die Geschichte kennt ihr ja, ne? Das Glück ist Schmied, oder wie war das? Egal, dann machen wir jetzt mal weiter. So I really, really wanna know what the hell you waiting for.